Egal mit welchem Mikrocontroller man heutzutage unterwegs ist, eines bleibt einem immer gleich, und zwar der prinzipielle Aufbau von den Prototypen am Breadboard. Das kann je nach Umfang sehr mühsam sein, man muss immer wieder die Buttons neu aufbauen, vielleicht die OLED-Ansteuerung, man hat noch LEDs, und dass einmal Ground und VCC drauf ist, es sind ja immer wieder die gleichen Schritte. Und genau aus diesen Überlegungen bin ich jetzt weg von dem Breadboard und hin zu diesen PCBs, die ich mir erstellt habe, und zwar einmal für den ESP32-CHAO und für die AVR1-Serie von den AT-Dynis. Die bieten sich deshalb an, weil, wir switchen mal kurz rüber, das Pinout zum Beispiel für die AT-Dyni 1er Serie ist dann immer die gleiche. Schauen wir es uns mal an. Und zwar ist es jetzt für den 214, 414, 814, 164 immer dieselbe Ansteuerung. Und dasselbe gilt auch für die CHAO Serie. Wir haben hier den C3 mit der gleichen Ansteuerung. Das heißt, wir haben sowohl die 0 links oben, rechts oben die 5 Volt und rechts unten D7. Egal, ob das jetzt der S3 oder C6 ist, es sieht dann immer vom prinzipiellen Layout gleich aus, dass wir auch die UART-Schnittstelle I2C und SPI an den gleichen Pins haben. Und genau aus diesen Überlegungen macht es jetzt Spaß, weil wir sehr dynamisch modular jetzt unterwegs sein können. Dann starten wir mit der PCB für den ESP32-CHAO. Hier fertig assembliert, da ist noch ein Rahmen mit dabei, damit ich mir die Tischplatte nicht zerkratze, und somit ist jetzt einmal hier der erste Punkt, dass ich die Pins doppelt herausgeführt habe. Die sind einfach durchverbunden. Damit kann ich jetzt den CHAO einfach da anstecken, egal welche Variante, und habe sie dann da herunten noch einmal die Pins, damit ich hier Messungen durchführen kann, Sensoren anschließen, wie auch immer. Spare mir da doch das Breadboard, könnte das natürlich da auch herunten anschließen. Da oben gibt es eine LED, damit ich sehe, ob das Board mit Spannung versorgt ist. Also entweder direkt anschließen, man sieht es jetzt da, oder ich habe auch die Möglichkeit, mit diesem Bananenstecker entweder Messungen durchzuführen oder das Labornetzteil anzuschließen. Dann gehen wir da mal Spannung drauf, und somit ist jetzt da dieses Board mit 3,3 Volt hier versorgt, und ich kann da ganz normal jetzt mein Programm einmal so testen, könnte vielleicht Spannungsschwankungen testen oder eben, wie gesagt, Messungen dann auch noch durchführen. Auf dieser Seite haben wir jetzt zwei Buttons und 4 LEDs drauf. Und was auch noch auffällt, ist, dass wir hier solche Pin-Headers haben. Da passt eben ein Jumper drauf. Und diese Jumpers haben jetzt nicht nur einen optischen Vorteil, ist natürlich schön oldschool, sondern ich kann jetzt hier die Verbindung öffnen. Das hat jetzt den Hintergrund, dass ich, wenn ich den Button nicht brauche, den Jumper aufmache und dieser Pin jetzt frei ist. Denn man muss sich vorstellen, wenn ich jetzt zum Beispiel hier einen Sensorauswertung fahre, einen Motor ansteuere, dann würde ja zum Beispiel bei D10 ist jetzt diese LED drauf, die ganze Zeit die LED mitblinken oder vielleicht sogar mein Signal verfälschen. Und deshalb kann man dann diese Verbindung einfach mit diesem Jumper öffnen und der Pin ist wieder frei. Möchte ich gerne den Button ansteuern, schließe ich das Ganze wieder mit dem Jumper und somit ist die Ansteuerung gegeben zum ESP32. Auf der Unterseite habe ich dann jeweils zwei digitale und analoge Pins herausgelegt und ebenso Ground und VCC, weil oft hat man den Fall, gerade für Sensoren, dass man eben Plus Minus braucht und dann einen Pin, und somit hat man da schnellen Zugriff drauf. Auf dieser Seite ist noch ein Potentiometer für irgendwelche Analog-Read-Auswertungen oder sonstige Steuerung, kann man immer wieder mal gebrauchen, ebenso wieder mit einem Jumper zum Aus- und Einschalten. Dann ist noch die rechte obere Seite, und da haben wir einmal UART herausgelegt, hier mit den Pins RX, TX, Ground und VCC. SPI habe ich mir darauf gespart, verwende ich sehr selten, und falls ich es brauchen muss, kann ich es hier da direkt ansteuern. Rechts oben noch ist hier I2C, und zwar da noch mit einer Variante extra noch einmal mit Pull-Up-Widerständen. Das ist eigentlich vom AT-Dyni-Board übergeblieben. Ich habe es nochmal drauf lassen, weil es schon drauf war. Könnte man da noch einmal generell hier überbrücken, dann hätte man noch Pull-Up-Widerstände. I2C ist jetzt da, dieser Ausgang bzw. Eingang ist so ausgelegt, dass ich diese OLEDs hier genau draufstecken kann und dann die Ansteuerung hier gleich bei I2C fertig verdrahtet habe. Dasselbe Prinzip gilt dann auch für die zweite Platine, und das war eigentlich so mein erster Prototyp oder Start in diese Reihe, und zwar für den AT-Dyni. Und jetzt möchte ich da mal nur auf die Unterschiede eingehen, weil ihr seht schon, es ist vom Prinzip her sehr ähnlich aufgebaut.
Was wir aber schon bemerken, ist, dass wir hier unterschiedliche Breiten haben. Und das hat den Hintergrund, dass ich sehr gerne mit diesen PCB-Adaptern arbeite, wo der Chip direkt draufgelötet ist. Und dann habe ich noch die Variante, dass ich aber auch gerne nur schnell flashe, damit ich vielleicht fürs Assemblieren dann den Chip weiterverwenden kann. Der hat ein bisschen einen anderen Abstand und somit habe ich da unten diese Variante. Habe oben dann wieder die Möglichkeit, direkt auf die Pins zuzugreifen, vice versa. Ebenso habe ich daher unten den Pin herausgelegt für den UPDI-Pin. Das heißt, hier kann ich dann direkt flashen mit Ground und VCC. Flashen ist ein gutes Stichwort. Ich verwende ja da die Low-Budget-Variante mit diesem FTDI-Adapter. Den kann ich jetzt einfach da direkt anstecken, sodass ich wenig Platz verbrauche. Steckt dann an und somit ist das Board erstens mit Spannung versorgt, kann einmal die ersten Tests fahren und zweitens kann ich dann direkt gleich über diesen Serial Adapter flashen. Da ist noch ein Schalter. Der Schalter hat jetzt Folgendes. Ist er nach rechts, ist bei mir die Verbindung von diesem Flasher zum UPDI-Pin und ich kann den AD-Tiny flashen. Während dem Betrieb hätte ich aber oft gern eine Serial Communication zum Debuggen und deshalb gibt es die linke Stellung. Der löst mir jetzt quasi die Verbindung vom UPDI-Pin und geht zum RX-Pin und somit brauche ich nicht manuell eine Verbindung lösen, sondern kann einfach hier umswitchen und habe dann quasi den Pin umgelegt zu RX, habe die Serial Communication, gehe ich nach rechts, ist die Verbindung hier wieder rüber zum rechten Teil zum UPDI-Pin. Ansonsten ist diese PCB sehr ähnlich aufgebaut, wie wir sie davor durchgegangen sind, mit dem Button, mit den LEDs. Ich habe da hier unten vier unterschiedliche Pins noch einmal rausgeführt, wo jetzt zum Beispiel so ein kleines WLED ist zum Testen. Dann habe ich da wieder den Body, UART und da ist eben wichtig, die E2C-Schnittstelle einfach mal direkt, aber hier mit den Pull-Ups, weil wie gesagt, der AT-Tiny intern ist ja sehr schwach ausgerüstet und damit die E2C-Kommunikation zuverlässig funktioniert, kann ich dann quasi hier mit diesen Pull-Ups fahren, wenn sie im Modul nicht dabei ist. So viel einmal zum ersten Überblick. Und selbstverständlich sind diese PCBs jetzt sehr individuell auf mich abgestimmt. Aber nichtsdestotrotz kann das eine oder andere für euch vielleicht interessant sein, um den eigenen Prototypenprozess dann etwas zu beschleunigen. In der Videobeschreibung findet ihr dann die Keycard-Files für die ESP32-PCB. Für den AT-Tiny gibt es das Ganze dann im Online-Kurs mit dazu. In diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß beim Ausprobieren und wir sehen uns dann wieder bei einem der weiteren Videos.